Hallo zusammen und ich weiß nicht, wie ich so ein Video anfangen soll. Ja, heute ist Sonntag, also ich sage jetzt einfach mal schönen Sonntag. Ich sehe manchmal so Videos von wegen Hashtag Selfcare Sunday. Ich dachte, ich mache das jetzt einfach auch mal, weil ich habe jetzt eigentlich noch so 2 Stunden Zeit, bis ich das Haus verlasse. Selfcare gehören ja auch zu Sachen, die man eigentlich nicht so gerne macht. Das heißt, ich muss mein Zimmer saugen. Will ich ein bisschen Yoga machen bzw. Stretching. Dann will ich irgendwas, ich muss irgendwas Gutes für meine Haut tun. Irgendwie eine Gesichtsmaske oder keine Ahnung was. Bei 4 sind wir jetzt, glaube ich. Ich muss etwas lesen, weil ich mein Französisch aufbessern will. Muss. Ich habe mir eine sehr herausfordernde Lektüre, Der kleine Prinz, gekauft. Ich bin ja auf der ersten Seite und ich bin schon hart am Struggle. Und dann gehe ich mit meiner Familie essen. Das heißt, ich will dann auch noch was mit meinen Haaren, dass ich anständig auch sehr presentable. Ja, also das ist so der Plan. Ohne jetzt weiter rumzulabern, würde ich sagen, hol ich den Staubsauger, was geht los. Und wenn ich da noch Zeit habe, dann nappe ich vielleicht auch noch. Ich bin so müde. Ich habe meine Augenringe. Wer denkt, dass die jetzt da sind, der hat mich noch nicht in echt gesehen. Dann sind die nämlich eigentlich noch viel schlimmer. Fast vergessen. Okay, ich bin schon fertig mit Saugen. Das hat nicht mal eine Minute gedauert, aber den Arsch hochzukriegen und den Staubsauger zu holen. Eine Viertelstunde. Ich habe mich jetzt auch schon umgezogen und meine Yoga-Sachen an. Ich habe eigentlich gar keine Yoga-Sachen, ich habe einfach nur eine Jogginghose und einen Top. Ja, okay, ich habe doch länger gemacht. Oh Gott, jetzt sehe ich richtig verheult aus. Und ich habe leider doch nicht so viel Zeit. Wir fahren sofort schon. Und die Maske, die ich machen wollte, für die hätte ich eh keine Zeit, aber das ist eine Fußmaske und keine Gesichtsmaske. Das hätte ich eh nicht zeigen können. Ich mache ja keinen Footporn. Ne? Ich habe jetzt mein Serum aufgetragen. Das ist, finde ich, eigentlich ganz geil. Ich meine, ganz angenehm. Von Vichy. Das Licht hier drin ist auch gar nicht vorteilhaft. Und jetzt noch meine Nivea Tagespflege mit Lichtschutzfaktor. So, das mit dem Lappen wird jetzt wohl erstmal nichts. Ich werde im Auto pennen. Ich ziehe, glaube ich, einfach den Rollkragenpulli an. Und diese Hose, die ist so gestreift, die habe ich auf Vinted gekriegt. Die ist einfach von Hugo Boss und hat, ich habe keine Ahnung, weniger als 15 Euro gekostet, glaube ich. Ich muss es einfach ganz schnell anziehen, weil wir in 5 Minuten los müssen und ich auch noch Haare machen muss. Und wir sehen uns gleich. Boah, dieser Rollkragenpullover ist einfach so ein. Ist einfach so ein Body. Und. Ich habe ja irgendwie eine Blasenschwäche oder so. Und wenn ich dann aufs Klo muss, boah, ich schwöre, ich sprinte, ne? Ich muss mir diese Erwachsenen-Pampers am besten holen. Ja. Oversharing, that's finest. Ich werde da, glaube ich, aus dem Video als Businessfrau, deswegen denke ich, ziehe ich meine Plattform-Docs dazu an oder so. Weil ich wollte eigentlich nicht so Business-Vibes abgeben, aber vielleicht werde ich dann mit mehr Respekt behandeln. Könnte das sein? Ich weiß es nicht. Vielleicht glaube ich auch einfach noch Chance. Das ist echt alles gar nicht lecker, Barbie. So, jetzt ziehe ich erstmal meine 30 Ringe an. Fühle ich mich besser? Nicht wirklich. Da kann ich gerade gar nicht sehen, was ich anhabe. Also, Rollkragenpulli, die Hose. Wie ist das? Hihi. Die Zeit muss jetzt aber sein. Meine. Oh mein Gott, ich dachte, das wäre Haarspray. What the fuck? Jetzt Haarspray, ne? Ich brauche so Kernseife für die, eigentlich, aber ich verpenne irgendwie mal, mir die zu holen. So, und jetzt mache ich mir die einfach so ein bisschen hoch. Und jetzt noch Wunderwaffe Concealer. Mhm. Oh Gott, ich sehe aus wie ein Mensch. Ich dachte, ich aussehe wie James Charles, wenn ich überpuder. So, jetzt ist Zeit. Haarclip-Zeit. Also, das ist zuerst kann man sich die Haare. So, genau, dann macht man das so. So ist immer das. So, hoch, dann nimmt man den Clip. Und dann ist man schon fertig. So, jetzt sehe ich aber immer noch aus wie ein Business-Bild. Sit-check. Kaha. Hose. Hugo Boss. Schuhe. Dogmas. Vielleicht kriege ich nachher ja auch noch einen cooleren Schatten. Oh, ich habe Hunger, ich schlafe jetzt auf der Fahrt, aber erstmal. Toilettenzeit, was auch sonst. Voll der romantische Gang im Klo.
Fitcheck auf dem Klo. Dann kann ich ja Maske abmachen. So, hallo erstmal. Ich bin schon wieder zu Hause, also jetzt seit so 5 Minuten. Und das Essen war richtig, richtig gut, aber ich habe es irgendwie voll verpennt zu filmen, weil ich auch so Hunger hatte. Aber ich hatte nur, ich habe uns Caprese Bruschetta geteilt und dann hatte ich so Rinderfiletstücke. Das war mit grünem Pesto und Rosmarinkartoffeln und Gemüse und dann hatten wir noch Salat und es war einfach sehr viel, aber es war richtig gut. Ich ziehe mich jetzt gleich schön um und dann lese ich vielleicht noch und dann gehe ich großmuttermäßig auch, denke ich, bald ins Bett. Ist heute alles ein bisschen anders gelaufen als geplant, aber... Ich ziehe mich jetzt erstmal um. So, ich habe jetzt wieder eine Form angenommen, in der ich keinerlei Form habe. Hi, es ist jetzt schon spät, es ist gleich 11 oder so. Und ich schminke mich jetzt nur noch ab und gehe ins Bett und mache mich fertig. Ich versuche das Buch zu lesen und ich verstehe einfach gar nichts. Ich muss einfach für jedes zweite Wort irgendwie übersetzen. Ja, ich gehe jetzt einfach schlafen. Was morgen früh raus und deswegen war es das auch. Gute Nacht.